Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal nicht über ein Thema aus der Rubrik Mythen, Legenden oder ungelöste Mysterien reden. In meinem heutigen Video möchte ich über einen traurigen Fall eines Schauspielers sprechen. Und zwar über einen Schauspieler, der mich in meiner Kindheit und Jugendzeit in so manchen Filmen und Serien positiv geprägt hatte. Ich spreche vom amerikanischen Schauspieler Jonathan Gregory Brandes. Besonders bekannt wurde Brandes durch den Film Die unendliche Geschichte Teil 2, worin er den Hauptprotagonisten Bastian Balthasar Bux spielte. Auch bekannt wurde er durch den Film Sidekicks, worin er an der Seite des Schauspielers Chuck Norris den Hauptcharakter Barry Gabrewski spielte. Auch im Film S, welches im Jahr 1990 die erste Filmauflage von Pennywise war, worin hier der Horrorclown vom Schauspieler Tim Curry verkörpert wurde, spielte Jonathan Brandes die jugendliche Rolle des Hauptcharakters Bill Denbrough. Neben vielen anderen Filmen spielte Brandes auch in der vom Regisseur Steven Spielberg produzierten US-Science-Fiction-Serie Sequest DSV mit, worin er den Charakter Lukas Wolenschak spielte. Jonathan Gregory Brandes wurde am 13. April 1976 in der Stadt Danbury im US-Bundesstaat Connecticut geboren. Seine schauspielerische Karriere begann er damals als Kinderdarsteller in so manchen Werbespots. Im Laufe der Zeit spielte er dann bei vielen Filmen und Serien mit, wo er dann später im Jahr 1994 für seine Darstellung bei der Serie Sequest DSV mit dem Young Artist Award ausgezeichnet wurde. Von 1995 bis 1998 war Brandes mit der Schauspielerin und R&B-Sängerin Tatjana Ali liiert, die durch die Rolle der Ashley Banks in der Sitcom Der Prinz von Bel-Air bekannt wurde. Ende der 1990er Jahre wurde es allerdings still um Brandes. Er erhielt nur noch Angebote für kleinere Nebenrollen, wo er zum Beispiel an der Seite von Bruce Willis im Film Das Tribunal mitspielte. Am 12. November 2003 kam dann allerdings die Schocknachricht. Ein Freund von Brandes fand den jungen Schauspieler leblos in seiner Wohnung in Los Angeles. Er wurde ins Cedars-Sinai Medical Center gebracht, wo man dann aber später nur noch den Tod des Schauspielers feststellen konnte. Laut ärztlicher Untersuchungen soll Brandes durch Suizid gestorben sein. Die genauen Umstände, wie sich Brandes das Leben nahm, möchte ich hier allerdings aus Schutz und Respekt vor dem Schauspieler und seiner Familienangehörigen nicht nennen. Bekannt war allerdings, dass Brandes einige Jahre vor seinem Tod an Depressionen erkrankt war, wodurch er sich immer mehr von der Außenwelt zurückzog. Wo genau Jonathan Brandes beigesetzt wurde, ist nicht bekannt. Nach seinem Tod wurden noch 3 weitere Filme veröffentlicht, in denen er mitgewirkt hatte, um vermutlich dadurch dem Schauspieler zu ehren und zu gedenken. Jonathan Gregory Brandes wurde nur 27 Jahre alt. Heute, im Jahr 2024, wäre er 48 Jahre alt geworden.